Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marin. Heute habe ich einen richtig tollen Sommerhaul von Shein für euch. Wenn ihr Bock habt auf dieses Video, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich. Das könnt ihr hier unten ganz kostenlos tun. Aktiviert gerne die Glocke und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn damit tut ihr mich ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, das heutige Video steht unter einem ganz besonderen Motto und zwar unter dem Motto Beauty to go, Schönheit für unterwegs. Ich zeige euch heute die perfekten Sommerutensilien für euren Urlaub, für eure Reise. Richtig tolle Beauty-Produkte, die ihr richtig toll mit in den Urlaub nehmen könnt und die ihr super im Sommer benutzt. Und mit dem Code, den ich hier einblenden werde, ihr Lieben, kommt ihr direkt zu der Liste mit den ganzen Produkten, die ich euch heute zeigen werde, quasi zu meinen Beauty-Produkten von Shein, die ich bei der Reise dabei hatte und die ich euch heute auch alle einzeln zeigen, weil das ist am schnellsten für euch. So habt ihr direkt die Übersicht über die einzelnen Produkte und könnt, wenn ihr was nachshoppen möchtet, das ganz einfach bei Shein machen, ihr Lieben. Ich starte jetzt auch direkt. Wie ihr seht, ich schmelze dahin. Es ist gerade so warm. Passend natürlich zum Sommer seht ihr deshalb auch die Produkte von heute. Ich habe die Sachen auch im Urlaub dabei gehabt, was super easy war. Dann musstet ihr nicht so viel an Utensilien mitschleppen. Es sind super viele Reisebegleiter dabei. Das erste Teil ist perfekt für euer Glätteisen, ihr Lieben. Wenn ihr euer Glätteisen mit in Urlaub nehmen möchtet. Ich nehme es jedes Jahr mit, obwohl es eigentlich total unnötig ist bei mir, denn es ist manchmal so warm im Urlaub, dass ich es nicht nutze. Aber ich nehme es jedes Jahr mit und das Coole ist, dass ihr jetzt hierdurch auch die perfekte Box dafür habt. Natürlich in Pink. Sie ist perfekt zum Reisen, denn sie ist wirklich auch ganz leicht. Ihr habt hier so ein Täschchen dabei. Kann man natürlich auch so im Alltag super easy benutzen. Da passt perfekt euer Haarglätter rein. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das dann sieht. Ich habe jetzt mal einfach meinen mit reingelegt. So sieht das Ganze dann aus. Das Kabel könnt ihr gut verstauen. Ihr könnt ihr theoretisch auch noch andere Utensilien mit reinmachen. Es ist ein richtig schönes Cover, wie ihr seht. Damit ist euer Gerät geschützt. Ihr könnt es super easy in euren Koffer packen und habt euer Gerät immer parat, ihr Lieben. Das ist das erste Teil, was ich euch gerne zeigen möchte. Gibt es aber auch in verschiedenen Farben. Müsst ihr einfach mal schauen. Wie gesagt, über den Code seht ihr die einzelnen Produkte im Shein-Shop, ihr Lieben. Das nächste, was ich euch gerne zeigen möchte, sind Produkte aus dem Bereich Körperpflege. Da gibt es auch eine Riesenauswahl bei Shein. Und da gibt es ein Produkt, was ihr super benutzen könnt, um euch für den Urlaub vorzubereiten. Und zwar ein Body Scrub. Wenn ihr mir schon länger folgt und meine Beauty-Videos schaut, dann wisst ihr, dass ich das super gerne mag, um die Haut auch so ein bisschen vorzubereiten. Gerade im Sommer, um die toten Hautschüppchen runterzuholen, wie ihr wisst, um die Bräunen auch ein bisschen länger zu halten. Und zwar Slow Sunday heißt die Marke in dem Fall. Und zwar Coconut und Dead Sea Salt Body Scrub. Das ist Kokosnuss und totes Meersalz. Und es ist ein ganz klassisches Body Scrub. Riecht mega. Ich zeige euch das Ganze auch einmal ausgepackt. Ich habe es schon ausprobiert. Ich kann nur sagen, es duftet richtig toll. Wenn ihr auf diese Body Scrubs steht, solltet ihr auf jeden Fall mal da schauen, ob das was für euch ist. Ich finde den Geruch super. Ich muss das mal hier runterpacken. So kommt das Ganze einmal daher. Das Coole ist, dass ihr sogar einen, so einen Spachtel dabei habt. Ich habe den jetzt mal drin gelassen, damit ihr das mal sehen könnt. Genau. Ihr habt direkt so einen Spachtel dabei. Damit könnt ihr das Ganze dosieren, euch auftragen und ihr seht die Konsistenz, glaube ich, ganz gut. Eine richtig, richtig coole, cremige Konsistenz. Trotzdem ist es aber auch ein ganz, ganz feines durch das, tote Meersalz da drin, ein ganz feines Scrub und es riecht einfach so lecker nach Kokosnuss. Wenn ihr ein Kokosnuss-Fan seid, müsst ihr einfach mal schauen. Ich finde den Geruch toll, ich finde die Pflegewirkung toll und ein perfektes Produkt, um sich für den Sommer oder besser gesagt seine Haut auch für den Urlaub vorzubereiten. Slow Sunday Coconut Dead Sea Salt Body Scrub, ihr Lieben. Das ist das erste Beauty-Produkt. Und das zweite, was ich auch richtig cool finde und interessant fand, deshalb auch mich gefreut habe, dass das dabei ist. Übrigens, wie ihr wisst, ist ja Shein auch Sponsor meiner Videos. Und was ich super interessant war, war dieses Produkt, auch von der gleichen Reihe Slow Sunday, und zwar Soothing Aftershave Spray. Das ist ein beruhigendes Aftershave Spray. Ich weiß nicht, ob ihr da auch manchmal Probleme habt, gerade so an den Achseln. Es gibt ja schon manche Partien, die ein bisschen empfindlicher sind. Und da gibt es dieses Soothing Aftershave Spray. Das sieht hier einmal, sieht so aus. Das ist ein ganz, ganz feiner Sprühfilm. Ich mache das mal einmal drauf. Wirklich, ihr könnt es erkennen. Das ist super, super fein. Hat einen ganz, ganz zarten Duft. Wirklich einen ganz, ganz zarten Duft. Und
Ja, also vielleicht, ich könnte sogar fast sagen, dass es parfümfrei ist. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, werde ich auf jeden Fall jetzt tun. Sowas bekommt ihr gerade auch dort. Wie gesagt, über die Liste seht ihr das ganze Jahr. Soothing Aftershave Spray von Slow Sunday. Das ist das nächste Beauty-Produkt für den Urlaub, für die Reise, ihr Lieben. Passend dazu bekommt ihr auch bei Shein total viele Rasierersorten, ihr Lieben. Und da habe ich für den Urlaub auch ein paar bestellt gehabt. Die zeige ich euch mal. Es gibt zwei, die ich bestellt hatte. Das eine ist ein richtig cooler Rasierer, wo ihr auch verschiedene Klingen dabei habt. Die könnt ihr ganz einfach über diesen Knopf hier austauschen. Das sind so Mehrfachklingen, wie ihr seht, in diesem wunderschönen Rosa. Und auch die, ihr seht das ganz gut hier, das sind einmal die Nachfüllerklingen, die ihr dabei habt. Die bekommt ihr wirklich, wie auch alle anderen Produkte, für wirklich sehr kleines Geld. Da könnt ihr gerne mal schauen, gerade wenn es jetzt für den Urlaub nur sein soll und ihr auch nicht euren permanenten Rasierer mitnehmen möchtet. Es ist super praktisch, da gibt es super viele Sorten. Noch einer in Rosa, wie ihr seht, auch mit so Mehrfachklingen und perfekt für die Reise, wenn ihr nicht unbedingt euren großen Rasierer mitnehmen möchtet oder euren dauerhaften. Das Ganze habe ich eingepackt gehabt in diese wunderschöne Beauty-Tasche, die ihr auch super schön mitnehmen könnt, natürlich auch andere Produkte mit reinmachen könnt. In diesem wundervollen, ihr könnt das sehen wie so ein Schafsplüsch. Ich liebe ja dieses diese Materialart total, auch an Kleidung. Und es ist eine super süße Tasche, wo ihr super viele Produkte mit reintun könnt. Sie ist so ein bisschen rosa, dann hat sie rote Streifen. Ihr könnt es, glaube ich, ganz gut erkennen. Hat eine gute Größe, das heißt, ihr könnt da super viele Sachen reinpacken. Und es ist eine perfekte Beauty-Tasche für den Koffer oder für das Handgepäck oder was auch immer ihr mitnehmen möchtet. Das könnt ihr super gut da drin verstauen, ihr Lieben. Dann habe ich auch noch was entdeckt bei Shein, was ich auch richtig cool fand. Für alle, die sowas auch gerne mögen. Es gibt super viele Tattoo-Sticker. Das sind natürlich keine permanenten, sondern das sind wirklich Sticker, die ihr anbringen könnt und die danach ganz einfach auch wieder abzumachen sind. Einmal hier mit verschiedenen Harry Potter Häusern, mit den verschiedenen Ravenclaw, Gryffindor und so. Das sind, ihr könnt ihr so ausschneiden und euch die einzeln auftragen. Finde ich ganz cool so für den Sommer. Und welche ich auch richtig, richtig schön fand, die sind ein bisschen kleiner und ein bisschen zarter. Da gibt es auch mega viel Auswahl. Und zwar sind das diese hier. Wie gesagt, über den Code seht ihr, wie die so gestaffelt sind. Da sind super viele verschiedene. Finde ich halt auch irgendwie ganz süß, so gerade am Strand oder so, wenn ihr hier so einen einzelnen habt oder auf der Hand oder auf der Schulter oder genau, wo man halt es gerne anbringen möchte. Es gibt so diese Abzieh-Tattoos, die könnt ihr da auch bekommen. Die sind jetzt alle in Schwarz zum Beispiel. Finde ich super süß. Für den Sommer eine kleine, ich sag jetzt mal, kleiner Hingucker, was ihr auch super easy wieder auftragen, was ihr auftragen könnt, aber auch ganz schnell wieder abbekommt, ihr Lieben. Dann habe ich noch etwas entdeckt bei Shein, was auch sehr interessant war. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr sowas schon ausprobiert habt. Auch sowas bekommt ihr nämlich bei Shein in der Beauty-Abteilung, und zwar der Crystal Hair Removal. Das ist ein Gerät oder besser gesagt ein Tool, womit ihr eure Beinhaare entfernen können. Also ihr seht, heute geht es wirklich echt um Beauty-Stuff. Und ich fand das super interessant. Das werde ich auf jeden Fall austesten und euch auch berichten. Sieht auf jeden Fall einmal von vorne so aus. Also es gibt es in verschiedenen Farben. Das ist jetzt ein Türkis. Und das ist dann einmal diese Kristallseite. Das ist eine ganz, ganz raue Seite. Also sie ist rau, wenn ihr so drüber geht. Und damit sollt ihr quasi eure Haare an den Beinen entfernen können. Habt ihr sowas schon ausprobiert? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Steht drauf, dass man das use it to hard, soll man ganz soft auftragen. Alle 2 bis 3 Wochen. Kann man auch an den Armen ausprobieren, an den Beinen, wie gesagt. Also ich habe es, wie gesagt, nicht ausprobiert, aber es fand ich irgendwie super interessant und habe das auch schon bei anderen gesehen gehabt und fühlt sich auf der Haut auf jeden Fall sehr angenehm an. Gar nicht irgendwie reizend oder so. Oh ja. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch berichten. Aber auch sowas bekommt ihr gerade, wie gesagt, in der Beauty-Abteilung bei Shein. Und fand ich total interessant. Und deshalb durfte das auf jeden Fall auch mit in die Bestellung. Das nächste, ihr Lieben, da geht es wieder mehr um Aufbewahrung. Und zwar habt ihr eine riesengroße Auswahl an diesen ganzen
Fläschchen, wo ihr umfüllen könnt. Das habe ich nämlich auch so für den Urlaub gemacht. Und zwar gerade, wenn ihr vielleicht nur eine Woche unterwegs seid oder vielleicht nur 3 Tage und nicht unbedingt eure großen Shampoo-Duschgelflaschen mitnehmen möchtet. So ist es bei mir oft so. Wir waren 8 Tage im Urlaub, aber auch da ist es so, je nachdem, was ihr benutzt und wie viel ihr benutzt, ist es ja nicht so, dass sie ständig eine große Flasche aufbraucht. Und da sind einfach diese kleinen Fläschchen super, super praktisch. Da könnt ihr auch verschiedene Sachen abfüllen, so wie bei mir jetzt eure Haarkur, eure Haarspülung oder euer Duschgel. Ich habe hier mal eins noch, genau, was ich umgefüllt habe. Das ist einmal hier, könnt ihr das ganz gut sehen. Die sind ganz, ganz weich. Das heißt, ihr könnt das super rausdrücken. Hier ist es einmal in dieser Einheit, wo ihr 4 verschiedene Fläschchen habt. Als Beispiel jetzt, die Frau kann sich 2 abfüllen und 2 der Mann vielleicht. Shampoo, Spülung und was auch immer ihr euch so wünscht. Und das kriegt ihr auch ganz einfach aufgemacht. Das ist einfach zum Aufdrehen. Und dann habt ihr wie so bei so einer ganz normalen Tube, ihr seht das, die Öffnung, wo ihr dann die Sachen rausdrücken könnt. Fand ich super cool. Da ist auf jeden Fall auch eine gute Füllmenge. Das gibt es auch nochmal in einer anderen Variante. Fand ich auch irgendwie richtig cool. Die sind ein bisschen weicher sogar noch, so ein bisschen silikoniger, wie ihr seht. Und auch da, ich gucke mal eben, wie viel reinpasst, 60 ml. Also es ist wirklich super easy. Da könnt ihr Bodylotion, eure Aftershave-Lotion oder was auch immer reinpacken. Ihr könnt das Ganze einmal sehen. Hat so einen relativ einfachen Verschluss. Könnt ihr einfach aufdrehen und euch umfüllen. Und dann habt ihr vor euren Urlaub alles dabei und müsst nicht die großen Pullen mitnehmen und euch auch keine kleinen Reisegrößen kaufen. Einfach eure eigenen umfüllen. Dafür ist das super praktisch und die sind sogar noch weicher als die von gerade, die ich euch gezeigt hatte. Dann habe ich auch ein Set gefunden. Das sowas kaufe ich mir jedes Jahr, weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass man wirklich bei, gerade wenn ihr so wie ich euren ganzen eure ganzen Haarprodukte mitnehmt oder aber auch eure ganzen Produkte im Bereich der Gesichtspflege und so, ist das ganz praktisch, wenn ihr so kleine Umfüllungen machen könnt, so wie jetzt das. Das ist ein Set von Friends, das fand ich irgendwie super süß. Da habt ihr nämlich ganz verschiedene. Ihr habt hier einmal was wie so ein Spender, dann habt ihr hier sowas wie eine Sprühflasche für zum Beispiel euer Conditioner Spray. Hier habt ihr wieder so ein ganz normales Fläschchen und hier auch, wo ihr eure Sachen abfüllen könnt. Hier habt ihr auch so 2 kleine Döschen, wo ihr zum Beispiel eure Creme auch abfüllen könnt. Und das Ganze könnt ihr dann hier reinmachen. Vor allen Dingen für alle Mädels da draußen, die nur mit Handgepäck reisen. Es ist ja ganz oft so, dass wenn ihr Flugreisen habt, wo ihr vielleicht nur einen Städtetrip macht, dass ihr nur Handgepäck mitnehmen könnt. Hier habt ihr relativ kleine Größen. Die könnt ihr dann zum Beispiel auch im Handgepäck mitführen. Und dafür ist dieses Täschchen von Friends natürlich super geeignet. Und ich finde auch, dass es mit dem Lila ganz süß aussieht. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Methode für den Urlaub. Und was ich auch super cool fand, das habe ich auch einmal umgefüllt, um euch das schon zu zeigen. Das ist perfekt für eure Gesichtspflege zum Beispiel. Ihr seht das, das ist wie so ein Spender. Das habe ich jetzt einmal, um euch das zu zeigen, schon befüllt. Und das könnt ihr ganz einfach rausdrücken. Also wenn ihr dann zum Beispiel so wie hier keine ganze Flasche mitnehmen wollt, dann nehmt ihr einfach euren Spender. Nehmt euch das da raus und könnt dann eure Gesichtspflege zum Beispiel damit umfüllen und habt dann auch immer ein kleines Fläschchen dabei und müsst nicht unbedingt euren großen Pott mitnehmen. Nur für euch quasi als Inspo. Ich fand das super praktisch, gerade wenn ihr so wie ich relativ häufig verreist und auch ab und zu vielleicht nur für 3 Tage. So ist es bei mir auch, finde ich das einfach ein bisschen praktischer, wenn ihr euch das so ein bisschen abfüllen könnt. Apropos abfüllen, ihr Lieben, wie gesagt, ich zeige euch heute einiges in dem Bereich, was ich als super cool fand, waren diese silikonigen, diese ganz weichen, biegsamen Löffelchen. Damit kriegt ihr natürlich Sachen super gut auch umgefüllt. Gerade wenn ihr Sachen habt wie Cremes, Gesichtscreme, aber auch für Puder oder andere Sachen habt ihr einmal hier so eine Löffelseite und hier oben habt ihr so einen Spaten oder wenn ihr irgendwie Foundation in so ein Pöttchen abfüllen wollt, ist das auch eine super Methode. Fand ich irgendwie richtig cool. Könnt ihr natürlich für viele verschiedene Sachen benutzen. Die sind richtig schön flexibel und biegsam, ihr Lieben. Das ist das im Bereich zum Umfüllen. Und da gibt es wirklich einfach eine riesen Auswahl bei Shein. So könnt ihr zum Beispiel auch euer liebstes Puder auch einfach umfüllen. Bei mir ist das so, ich habe ja mein Puder immer in diesen relativ großen Dosen, die losen Puder zum Beispiel. Und auch da gibt es ein richtig cooles Teil. So ein Set mit 2 Stück. Auch bei Shein in diesem wundervollen Rosa, wo ihr zum Beispiel euer Puder mit einfüllen könnt. Ich zeige euch das. Das habe ich nämlich auch im Urlaub so gemacht. Das könnt ihr dann einfach auch mit diesem Löffelchen umfüllen. Das ist aus wie ein ganz normales Puderdöschen, wie ihr seht. Ihr habt ja auch ein
so ein Puderpuff mit dabei und hier innen drin ist dann einmal das Puder. Ich habe das einfach mit dem Löffelchen umgefüllt. Das ist mein Bananapuder für unter die Augen zum Setten. Das könnt ihr ganz easy einmal öffnen. Ich hoffe, ich kriege das mit meinen Nägeln jetzt so auf die Schnelle hin, aber müsste eigentlich klappen. Genau, hier könnt ihr dann einmal das Teil öffnen. Dann könnt ihr dann immer euer Puder genau umfüllen, aber auch so zum Beispiel seht ihr das ganz gut. Könnt ihr dann einfach wieder schließen, dann habt ihr im Urlaub euer Puder dabei und müsst nicht die ganze Dose mitnehmen. Fand ich auch super praktisch und die sehen auch noch mega, mega süß aus, ihr Lieben. Dann das nächste sind zwei richtig coole Make-up-Taschen oder besser gesagt auch so Taschen für Utensilien, die ich auch schon ja sehr lange haben wollte und ja ein Motiv gefunden habe, was mir total gefallen hat. Wenn ihr meine schönen Hauls schon öfter geschaut habt, habt ihr vielleicht auch gesehen, dass ich euch ganz oft Produkte von den Care Bears gezeigt habe, weil da bekommt ihr einfach so viele Produkte bei Shein und das fand ich einfach so süß. Es ist in Pink, was soll ich euch sagen? So sieht einmal der Beutel geschlossen aus, ja. So sieht das Ganze einmal geschlossen aus, ist bis hier vorne verschlossen mit einem Kletter und so sieht das Ganze dann innen aus. Ich zeige euch das Ganze, das sieht einfach so schön aus. Ihr könnt hier reinmachen eigentlich, was ihr wollt. Ihr könnt eure Beauty-Produkte, Make-up-Produkte, Haarutensilien, eure Gesichtspflege, alles mögliche reinmachen. Wenn ihr das Ganze so öffnet, ihr habt ja an den Seiten so zwei Zipper, wie ihr gerade gesehen habt. Von innen sieht das einmal so aus. Das ist so schön. Da geht echt mein Mädchenherz auf. Ihr habt ja auch noch so zwei Fächer mit Reißverschluss, wo ihr auch noch was mit rein verstauen könnt. Und da könnt ihr das Ganze dann halt befüllen. Ich zeige euch auch mal einfach zur Ansicht, womit ich das zum Beispiel befüllen würde. Ja, es gibt nämlich auch noch von Care Bears super, super süße Accessoires aktuell. Und da habe ich diese wundervollen Haargummis bestellt, die auch super gut für den Urlaub nehmen könnt, fürs Meer oder aber auch für den Pool. Denn das sind so stoffige. Das sind einmal, ist einmal so, wie ihr seht, so ein ja richtig süßes Fünfer-Set mit verschiedenen Farben, mit den verschiedenen Glücksbärchis. Genau, da könnt ihr, wie gesagt, nicht nur Beauty-Artikel, also Make-up-Artikel reintun, sondern zum Beispiel auch Haartools reintun. Tut das dann einfach hier so rein, dann zieht hier an den Seiten den, genau, den Zipper einmal zu mit diesem Bändchen. Hier könnt ihr es einmal gut erkennen. Könnt ihr natürlich befüllen, womit ihr wollt. Ihr habt dann hier vorne auch nochmal so ein Fach, wo ihr was reintun könnt. Könnt ihr es dann verschließen und dann einfach vorne mit dem Kletter wieder zumachen. Dann habt ihr alles an eurem kleinen Beauty-Säckchen mit drin und habt dann alles einfach zur Hand, wenn ihr es dann benötigt, einfach aufmachen und ihr habt alles dabei. Müsst nicht suchen, müsst nicht lange kramen und habt es dann dabei. Das fand ich richtig, richtig cool für den Urlaub. Aber ich habe das gleiche auch noch mal für alle, die jetzt nicht auf Pink stehen und nicht unbedingt Care Bears mögen, gibt es das Ganze natürlich auch noch in einem ganz neutralen Ton, was ich auch sehr cool fand. Und zwar in Schwarz gibt es das Ganze auch. Das sieht dann einmal so aus, ist im Prinzip fast das gleiche, ihr Lieben. Ihr habt hier wieder einmal dieses runde, genau, wenn ihr es einmal aufmacht, sieht das aus wie so ein ja, rundes Plättchen, kann man sagen, wie so ein rundes Tuch. Und dann könnt ihr das Gleiche, was ich euch gerade mit dem ja, Produkt von Care Bears gezeigt habe, auch mit dem machen. Einfach hier an den Seiten den Zipper ziehen und dann habt ihr einmal euer Beauty-Säckchen, was ihr dann befüllen könnt und dann einfach verschließen könnt. Ich habe das bei sehr vielen Mädels schon gesehen, fand das super interessant und es ist halt auch schön flexibel, ne? Wenn ihr es in eure Tasche packen wollt zum Beispiel, gibt es wie gesagt auch in ganz schlicht in Schwarz für alle, die jetzt nicht unbedingt auf Rosa oder Pink stehen. Ich würde euch gerne noch zwei weitere Teile im Bereich Make-up zeigen, aber besser gesagt sogar drei, ihr Lieben, weil ihr habt einfach so coole Produkte und zwar einmal ein richtig cooles Case für euren Beauty Blender. Euer Beauty-Schwämmchen fand ich super praktisch, denn gerade auch im Urlaub, wenn ihr den feucht benutzt, für Concealer oder was auch immer ihr benutzen solltet, ist es halt wichtig, dass das Ganze ein bisschen Luft bekommt. Ja, ihr wisst ja, ne? Wegen den Bakterien und so. Und da ist dieses diese kleine Box super praktisch. Ihr könnt das einmal öffnen, euren Schwamm damit reinpacken und der hat auf beiden Seiten, wie ihr seht, diese kleinen Luftlöcher. Das heißt, wenn ihr den feucht benutzt habt, gewaschen habt, wieder reingetan habt, dann kann der schön trocknen. Fand ich halt auch super praktisch und euer Make-up-Täschchen ja, versaut dann nicht damit, falls ihr es benutzt reintun solltet, wenn der Make-up noch dran ist. So könnt ihr das Ganze halt einfach sauber verstauen und versaut nicht eure restlichen Utensilien. Und deswegen finde ich diese Box auch super praktisch ja, für To-Go, um das Ganze mitzunehmen. Was ich auch bei Shein entdeckt habe und auch ganz cool fand, war für alle Mädels, die jetzt wirklich nicht viel am
an Pinseln benötigen im Urlaub, ist dieses mega coole Tool. Und zwar ist das eine Pinselbox mit 4 Pinseln, was ich irgendwie voll cool fand. Ihr habt hier einmal hier oben 3 Pinsel für den Bereich der Augen. Das sind 3 verschiedene Lidschattenpinsel. Einmal hier so ein flachgebundener. Dann haben wir hier einen, der ist ein bisschen spitzer, wie ihr seht. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen für, ich würde jetzt einfach mal sagen, für ein bisschen betonteres Make-up, kann man sogar als Eyeliner-Pinsel mitnehmen, würde ich sagen. Fand ich halt super praktisch, und was ich richtig toll fand, war der Face-Pinsel hier unten. Ihr könnt das, glaube ich, erkennen, wie weich der ist. Super, super soft, super weich. Könnt ihr für Blush benutzen oder aber auch für Bronzer benutzen oder aber auch für Puder zum Abpudern eurer Haut, so wie es euch gefällt. Super praktisch, fand ich irgendwie total süß, dieses Set. Und wenn ihr das verschließen wollt, das ist ganz easy. Das zeige ich euch auch einmal. Ihr müsst das nur einmal genau hier hochziehen, den verschließen und drauf. Und dann habt ihr wieder euer Set dabei und müsst jetzt nicht, wer weiß, wie viele Pinsel mitnehmen. Für alle da draußen, die nicht so viele Pinsel benötigen, ist das, finde ich, auch ein super süßes Set für die Reise, ihr Lieben. Was ihr auch super cool im Handgepäck benutzen könnt, um einfach mal nach dem Rechten zu sehen im Gesicht, ist dieser kleine praktische Handspiegel. Also ich fand den super cool, weil er ist mega klein, wie ihr seht, wirklich so klein wie meine Handflächen. Ihr könnt den öffnen, und das Coole ist, ihr habt auf beiden Seiten verschiedene Vergrößerungen, einmal hier und einmal da. Seht ihr ja, es sind einfach 2 Spiegelflächen, wo ihr wirklich auf ganz nah gehen könnt oder aber auch etwas weiter weg. Fand ich ganz cool als Handspiegel, weil der ist wirklich super klein und super kompakt. Auch perfekt fürs Handgepäck, für die Reise, um einfach mal sein Make-up aufzufrischen oder einfach mal zu gucken, ob alles noch da sitzt, wo es sitzt, ihr Lieben. Das ist das, was ich gerne euch im Bereich Make-up zeigen wollte. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich auch richtig cool fand, für alle Mädels da draußen zum Beispiel, die keine Nägel, Gelnägel tragen oder dergleichen und mal Nägelchen für den Urlaub machen möchten. Shein bekommt ihr einfach so viele verschiedene Nagelsorten auch. Und das ist ja so eine Form, wie ich sie auch habe, diese Coffin-Form. Ich fand die Nägelchen so schön. Falls mein Nagel abbricht oder so zum Beispiel auch, kann man sich den damit auch vielleicht ein bisschen retten. Aber nur für euch als Inspo, dass die auch super coole Nail-Art-Produkte haben. Auf jeden Fall auch eine sehr große Auswahl, die ihr bei Shein bekommt. Dann komme ich noch zu 2 richtig coolen Sachen. Und zwar, dann habe ich noch etwas für Schmuck gefunden. Ihr seht das, das sind sehr viele Beauty-Produkte, die ich euch heute zeige. Oder besser gesagt, Produkte für den Urlaub, für die Reise, die wirklich einfach super praktisch sind. Und zwar sind das diese kleinen Täschchen, wie ihr seht. Das sind so kleine Folienbeutel, die ihr perfekt für euren Schmuck mitnehmen könnt. Wenn ihr so wie ich trage ja fast nur noch so kleine Ohrringe, also wirklich selten, dass ich große Stecker benutze oder aber auch für eure Kette oder für eure Ringe und das nicht alles in einem Beutel tun möchte. Damit ist das richtig praktisch. Das ist wie so ein kleiner Zipperbeutel. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen. Da könnt ihr super gut eure Stecker reintun, eure Ketten reintun, euer Fußkettchen oder was auch immer. Da verheddert sich das Ganze nicht und fliegt nicht einfach lose irgendwo rum. Das ist wirklich super praktisch. Bekommt ihr ganz viele Sorten auch von. Fand ich halt auch ganz cool, um einfach kleine Stecker vor allen Dingen damit in den Urlaub mitzunehmen. Und das letzte Teil für alle da draußen, die in Hotels nicht gut schlafen oder am Flugzeug nicht schlafen können oder am Auto nicht schlafen können, wenn ihr eine Reise habt, die über Nacht geht. Ich kann euch sagen, ein Game Changer ist, wenn ihr so wie ich sowieso so einen leichten Schlaf habt, eine Schlafmaske. Kann ich euch nur so sagen, zu Hause brauche ich es nicht unbedingt, weil hier kann ich verdunkeln, wie ich will. Aber wenn ihr wirklich irgendwie einen Nachtflug habt oder so und einfach eure Augen auch ein bisschen erholen möchtet, ist eine Schlafmaske einfach mega cool. Und könnt schon ganz gut erkennen, das ist mit so einem Comic-Motiv, natürlich ein Rosa. Da gibt es aber auch viele Sorten, aber ich fand die halt einfach super schön. Sakura steht da drauf und so sieht dann einmal die Schlafmaske aus. Fand ich mega, mega schön. Sie ist super, super soft, wie ihr seht, in diesem wundervollen rosé-pinken Design. Perfekt für die Reise, aber natürlich auch für den Urlaub selber, um einfach ein bisschen erholsameren Schlaf zu haben, gerade auch wenn ihr Nachtreise habt, um euch da selber so einfach ein bisschen eine Wohltat mit zu tun. Auch sowas bekommt ihr super cool bei Shein und das fand ich halt auch super praktisch und hatte ich auch im Urlaub mit dabei, ihr Lieben. Das sind meine Beauty-to-go-Produkte, Schönheit für unterwegs von Shein. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn ihr was nachschaut möchtet, nutzt gerne den Code. Der ist unten für euch auch nochmal in der Infobox mit dabei. Wenn ihr den eingibt, diese Zahlen- und Buchstabenkombination, kommt ihr direkt zu der Produktliste, wo ihr einfach alles nachshoppen könntet und euch ein bisschen durchstöbern könnt. Ansonsten, ihr Lieben, freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!